wie negative Menschen dich runterziehen und wie du das verhinderst. Wir kennen das alle. Der eine oder andere kennt immer jemanden, ob zu Hause in der eigenen Familie, auf der Arbeit oder eine gute Freundin, die ständig negativ ist und sich aufregt über die aktuelle Lage, dass die Benzinpreise gestiegen sind, dass die Kinder anstrengend sind, dass der Haushalt nervt, dass man müde ist, dass irgendetwas immer schlecht sein muss. Menschen, die ständig negativ sind, sind sehr, sehr stark in ihrer Energie. Sie dominieren die Energie Negativität. Und deswegen kannst du solche Menschen oft nicht rausholen, weil ihre Energie einfach stärker ist in dem Moment als deine, ja, weil sie überzeugt sind von dieser Negativität. Deshalb negative Menschen brauchst gar nicht mit denen zu diskutieren. Sie sind einfach süchtig nach ihrer Negativität. Was du tun kannst, ist, wenn du ständig so jemanden um dich herum hast, zu überlegen, was hat das mit mir zu tun, wenn das Leben mit mir spricht, wenn das Leben ein Stück weit ein Spiegel für mich ist. Bin ich mit negativen Menschen aufgewachsen? Hatte ich das als Kind? War meine Mutter negativ, mein Vater oder irgendeiner meiner Geschwister? Dann ist es in deinem Energiefeld und da ist da was zu heilen. Oder ist in mir etwas, wo ich innerlich lamentiere? Also lamentiere ist dieses innerlich Nörgeln, ohne es bewusst wahrzunehmen. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dich richtig nervt, wo in dir drinne ganz viel Negativität ist, was du nicht rauslässt? Jede Emotion, die wir unterdrücken, die wir nicht rauslassen, weil wir sagen, das dürfen wir gar nicht, die wird sich im Außen immer manifestieren. In einer Person, die sehr negativ ist, oder in einer Situation, die sehr negativ ist. Deswegen ist es dann dein Job, deine Arbeit, erstmal in deinem Inneren zu schauen, in deine Vergangenheit zu schauen, in dir zu heilen und ansonsten Grenzen zu ziehen. Wie ist es bei dir? Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Hast du jemanden Besonderes, wo du sagst, boah, extrem negativ? Gerade bei Beziehungen ist es immer ganz schlimm in der Familie, wenn man jeden Tag die Person zu Hause hat. Aber dann ist es der größte Spiegel für dich, wenn du da jemanden hast, der sehr negativ ist. Ich kann da jetzt nicht im Einzelnen eingehen, weil jede Person hat ihre eigene Geschichte. Aber wenn du einen Partner hast, der extrem, extrem negativ ist, frage dich selber, welche Energie strahle ich aus, dass ich diese Person in meinem Leben habe? Kann das was mit meiner Kindheit zu tun haben oder ist etwas in mir ziemlich unzufrieden und negativ und er spiegelt mir das gerade nur? Wenn du so einen Partner hast, stell dir vor, er ist dein Lehrmeister und möchte dich jetzt heilen in dieser Emotion. Wo in welchem Bereich kannst du in die Heilung gehen? Wenn du persönliche Begleitung wünschst, gerne bin ich für dich da. Unten ist ein Link mit weiteren Informationen. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.